Dankeschön. Im Sommer 2018 hat Thüringen die Förderlinie Curricula der Zukunft ausgerufen. Ziel war es herauszufinden, was Studierende auf die Arbeitswelt von morgen vorbereitet. Und wir haben uns gefragt, wie sieht eigentlich die Hochschule von morgen aus? Wir haben eine Vision entwickelt. Wir haben uns gesagt, wir wollen einen Online-Campus, wo nicht alles stattfindet, sondern der nur ergänzt, was eigentlich schon in der Präsenz passiert. Der aber dabei unterstützt, Studierenden Informationen zugänglich zu machen, die berufsrelevant sind, die ihnen aber nicht angeboten werden, weil sie sich für eine bestimmte Universität entschieden haben, an der der Schwerpunkt nicht angeboten wird. Unsere Studierenden sind die Lehramtsstudierenden, die Chancengeber von morgen, die unsere Kinder unterrichten werden. Und ihre größten Herausforderungen sind Inklusion und Digitalisierung. Und die verstehen wir als Querschnittsaufgabe. Aber sind das wirklich neue Herausforderungen? War das nicht schon immer so? Konnten wir jemals behaupten, dass wir Schülerinnen und Schüler in klare Kategorien einsortieren können, wenn sie vor uns sitzen? Mussten wir nicht schon immer das Lernziel vor Augen haben, wenn wir einen Medieneinsatz geplant haben? Ist das wirklich neu? Ist das die Herausforderung? Wir nehmen sie an, und zwar kooperativ. Die Lehrerbildung in Thüringen findet an zwei Hochschulen statt. An der Universität Erfurt hat man die Expertise der Förderpädagogik, wichtig für Inklusion. An der Uni Jena hat man die Expertise von Deutsch als Fremdsprache und von allem, was mit Interkulturalität zu tun hat. Zusammen zeigen die beiden Hochschulen alle Schulfächer und alle Schulformen ab. Wir haben also einen Plan entwickelt. Wir wollen alles, was schon da ist, erstmal systematisieren. Wir wollen wissen, was es eigentlich schon gibt. Wo werden die Studierenden vorbereitet auf Heterogenität im Klassenzimmer? Und wir wollen den Lehrenden anbieten, dies zu digitalisieren und ein hochschulübergreifendes Seminar stattfinden zu lassen, denn nicht alles kann man online lernen. Wo soll das stattfinden? Auf unserer thüringenweiten Moodle-Plattform, die für alle Hochschulen übergreifend verfügbar ist. Es ist ein Online-Campus, der es ermöglicht, den Katalog, die Lerneinheiten und das Seminar dort stattfinden zu lassen. Ihr merkt schon, ich habe zwei dicke Bretter ausgesucht in meinem Projekt. Wir wollen einmal die überzeugen, die bei der Inklusion schon vorne mit dabei sind und die jetzt auch noch stöhnen, jetzt muss ich auch noch Digitalisierung machen. Und wir nehmen die, die schon lange bei Moodle aktiv sind und sagen, jetzt müsst ihr auch noch auf die Heterogenität eingehen. Wir machen das, wir setzen Fokus. Wir sprechen mit allen Fachdidaktikern und allen Bildungswissenschaftlern, bei mir an der Uni Jena sind das alleine 18, und katalogisieren das, was sie schon tun und bieten ihnen an, sie dabei zu unterstützen, die Sachen zu digitalisieren, die sich anbieten, wo der Sinn erkennbar ist. Und dann arbeiten wir einfach mit der Koalition der Willigen. Ich glaube, ihr könnt mich gut verstehen. Unsere aufsuchende Tätigkeit, sage ich immer, dauert Zeit, also dauert lange und geht auch viele Umwege. Ich habe gar nicht sofort das für meinen Katalog. Ich helfe bei didaktischen Konzepten für Moodle. Ich organisiere den Termin beim Medienzentrum, damit das Video aufgezeichnet werden kann. Und dann helfe ich auch noch zu vernetzen, indem ich gute Beispiele erzähle. Das hochschulübergreifende Seminar, das wir durchgeführt haben im Sommer, hat den Studierenden die Möglichkeit gegeben, digitale Produkte zu entwickeln, die ab nächstem Schuljahr an einer Erfurter Schule eingesetzt werden. Wenn ihr darüber mehr erfahren wollt, liegen überall draußen Zettel aus, denn wir haben einen seminarbegleitenden Podcast, auf dem ihr hören könnt, wie unsere Lehrenden da durchgekommen sind im Tandem-Teaching. High Quality, ne? Was haben wir im Projekt gelernt? Das Digitale muss ins Analoge passen. Das braucht Zeit und Begleitung. Aber die Sensibilisierung der Lehrenden für die Chancen der Digitalisierung sind jeden noch so kleinen Schritt und jede noch so kleine Mühe wert. Für unsere Studierenden, denn die sind unser Fokus. Wie sieht sie nun aus, die Hochschule? Wie wird sie zukunftsreif? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich irgendwo hinkomme, dann guckt man mich an, als wäre ich die Kundschafterin aus einer fernen Galaxie. Hätte mich mit den Lernrobotern verbrüdert und würde eine unidentifizierbare Sprache sprechen. Vielleicht geht es ja manchen von euch genauso. Aber ich kann euch sagen, dort, wo Menschen sich begegnen, werden Veränderungsprozesse gestartet. Genau wie hier bei der Summer School. Neue Impulse für die eigene Arbeit,
neue Ideen und vor allem Motivation, an den kleinen Schritten weiterzuarbeiten, die einen manchmal zur Verzweiflung bringen. Und ich kann euch eins versprechen, die da draußen müssen nur wissen, wir kommen in friedlicher Absicht. Ja.